herzlich willkommen zum Technik-Talk zu Produkten, die bewegen, auf der SPS IBC Drive 2015. Wir sind hier am Stand der Friedrich Lütze GmbH und ich darf hier Herrn Udo Lütze neben mir begrüßen. Herr Lütze ist Inhaber der Lütze International Group. Hallo, ich grüße Sie. Was ist denn Ihr Highlight auf der diesjährigen SPS IBC Drives? Ja, bei uns ist es so, dass eigentlich alle unsere Produkte Highlights sind, denn wir wollen uns ja in allen Bereichen weiterentwickeln. Zunächst mal haben wir unter dem Motto Efficiency in Automation unsere gesamte Produktgruppe zusammengefasst. Das fängt an mit Steuerleitungen, die ja auch zum Teil konfektioniert werden. Das ist dann bei uns der Bereich Connectivity. Wir haben verschiedene Bereiche, die direkt in den Schaltschrank reingehen. Das ist bei uns Control. Und dann haben wir natürlich auch wieder Airstream, unser Verdrahtungssystem, mitgebracht. Was macht denn Airstream so besonders? Airstream ist ein komplett anderer Ansatz. Traditionell wird ja eine Montagetafel in einem Schaltschrank eingesetzt, um Steuerungen aufzubauen. Wie wir hier sehen, machen wir das komplett anders. Wir arbeiten mit einem Aluminiumrahmen. Dieser Aluminiumrahmen macht es um etliches einfacher, um eine kompakte Steuerung aufzubauen. Das Problem ist jedoch, je kompakter die Steuerungen werden, desto mehr Prozessorleistung befindet sich in einem Schaltschrank. Je mehr Prozessorleistung wir haben, desto mehr Wärme entsteht. Und dann kommt natürlich die große Gefahr, dass gewisse Komponenten ausfallen, weil es denen einfach zu heiß wird. Aus diesem Grund haben wir bei Airstream darauf geachtet, dass es keine Kabelkanäle gibt, dass die Verdrahtung in den Rahmen komplett mit integriert ist. Und dadurch hat man natürlich den Vorteil, dass die Luft frei zirkulieren kann. Der hilft man natürlich auch noch ein bisschen mit unserem System. Und dadurch können die Systeme viel besser gekühlt werden, sind also leistungsstärker und eigentlich auch nachhaltiger. Ein Beispiel hier sind natürlich auch Netzgeräte. Wir haben hier eins schön eingebaut, habe auch noch eins mitgebracht. Das sind Produkte, die sehr viel Wärme erzeugen können. Und da muss man natürlich darauf achten, dass diese Wärme dann auch abgeleitet wird. Und was hat es da ganz genau auf sich mit diesem neuartigen Netzgerät? Ist das einfach kompakter und kann das besser regeln mit der Wärme? Oder was ist da ganz konkret die Geschichte dahinter? Ja gut, da kann ich eigentlich nur sagen, all die Punkte, die Sie angesprochen haben, treffen auch auf dieses Netzgerät zu. Es ist sehr kompakt. Hier sorgen wir dafür, dass wir mit unserem Verdrahtungssystem dafür sorgen können, dass die Wärme gut abgeleitet wird. Hier sorgen wir mit einer hohen Effizienz in einer Baubreite von nur 35 mm. Haben wir ein 5 Ampere 24 Volt Netzgerät untergebracht mit einer Effizienzleistung von 94%, das ist extrem hoch. Da wird hier im Produkt selber schon relativ wenig Wärme erzeugt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dann anschließend im Schaltschrank weniger Wärme abführen müssen. Vielen Dank für diese interessanten Ausführungen und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.